Servus. Hallo. Aber nicht mich überholen jetzt. Einfach so, da fühle ich mich schlecht. Nö. Denk dran, ich muss anhalten, das ist ein Stoppschild. Ey! Einfach überholt, Straßenraudi. Ja, trotzdem. Dass die jungen Leute immer so viel Gas geben müssen. In der Ruhe liegt die Kraft. Speed Limit. Rechnen die aus, wie viele Meilen das sind. Du bist zu schnell. Also Meilen in km/h umrechnen. Rechne um, du fährst zu schnell. Ich weiß es genau. Ja, rechne mal. Du bist zu schnell. Nee. Achso, das war Mindestgeschwindigkeit. Also bin ich zu langsam. Ja, aber ich bin schuld. Ich hab vorher gesagt, ich muss mit dir bis zum Shop vor der Aufnahme. Bitte, bitte, bitte. Ich fahre das erste Mal zu dem Verkaufspunkt da hinten hoch. Da war ich echt noch nie, obwohl ich Public Admin auf der Karte war. Wie doch, gesagt, was meinst du, wie oft ich da bin, wenn ich Fahrzeuge zurücksetzen muss? Warum? Wenn wir manchmal Leute haben, die nicht so gut fahren können, oder bei denen es stockt im Spiel oder lackt, sag ich mal. Ja, aber deshalb muss ich ja nicht da hoch. Ja, ich dann schon, weil ich die Fahrzeuge zurücksetzen muss, wenn sie dann aus Versehen im Wasser landen. Ja, aber da oben ist kein Wasser. Nee, da nicht, nein. Drum sage ich, an dem Verkaufspunkt, glaube ich, war ich noch nie so mit dem Trecker. Na, dann ist es Premiere. Ja. Kannst du mal den Händler besuchen, kannst du mal gucken, was der so Schönes hat. Der labert mir zu viel. Jo. Es ist ja auch dunkelgrün hier. Ja, beziehungsweise wir haben den Hänger drin. Jo. Boah, ich mach den ganzen Hänger dreckig. Und die Straße erst. Aber die ist uns egal, die wäscht der Regen. Aber jetzt darf ich auch überholen. Die Autos fahren ja hier so langsam. Auch irgendwie lustig, oder? Ja. Ja. Müsste ich mich mal damit auseinandersetzen, oder? Wie man den KI-Verkehr schneller stellt. Wahrscheinlich crashen die sich dann gegenseitig. Oder die biegen so ab, dass du sagst, das ist so unrealistisch. Wahrscheinlich, damit sie nicht beschleunigen müssen. Fahren sie auf zwei Reifen durch die Kurve. Obwohl KI-Verkehr eigentlich schon falscher Ausdruck dafür ist. Weil mit I ist da nicht wirklich was dabei. Das Einzige, was sie können, ist halten.
Du könntest ein bisschen ein Stroh, einen Hänger könnten wir auf alle Fälle runter mitnehmen zu dir. Na, na, bei den Kühen brauchen wir noch kein Stroh. Nee, dann glaube ich, brauchen wir noch keins behalten. Ich schau gleich mal nach, aber. Mhm. Ich schau mal kurz, Stroh, was haben wir dann? Stroh haben wir 199.337 Liter, das kannst du verkaufen. Ja, ich hol mal, ich hab mal noch mal einen Hänger Rappes. Ja, das ist nämlich gerade schön grün angezeigt. Nö, oder? Ja, und um 10 ist Preisänderung. Ach ja, stimmt. Oh, da muss ich mich beeilen. Das wird eng. Dann sollen aber die Sojabohnenpreise steigen. Jo. Er hat doch wieder alles gut hingeplant hier. Ja, wir haben angesät, was wenig Kohle bringt aktuell. Wir haben dann gesagt, das steigt bestimmt im Preis. Das war Risikokalkulation. Ja. Was haben wir gerade Lust anzusehen? Ach, sehen wir halt das. Ich mach Bockspringen gerade mit dem Trecker auf der Straße. Ihr habt das erste. Ja, ich fahre mit 90 ms, das bin ich nicht gewohnt. Vor allem mit Fahren hat das irgendwie nichts zu tun, aber schauen wir mal. Boah, da waren 100 ms, nein? Wieder zurück. Oh. Und jetzt fahre ich mit 90 Messer vor mir flüssig. Das muss man verstehen. Ja, jetzt läuft es flüssig. Komisch, ich habe gerade 130 und es läuft flüssig. Ist eigenartig heute. Jetzt steht gerade eine 12. Ach nein, das ist die 12 vom Feld. Ja, das liegt gerade genau da drüber. Die leuchtet so schön grün dadurch. Dann siehst du die anderen Zahlen nicht. So, ich hab's nicht geschafft. Es ist 10 Uhr. Was krieg ich jetzt für? Immer noch das Gleiche. Ja, ich glaube, wenn es dunkelgrün ist, bleiben die Preise. Und Sojabohnen sollen immer noch steigen. Aber ich glaube, wir fahren hier keine Stunde mehr. Ja, die haben aber jetzt schon einen extrem hohen Preis, aber wie hoch sie noch werden, keine Ahnung. Das steht aber immer noch Pfeil nach oben dran. Die kosten 1800 pro Einheit. Und der Preis soll noch steigen.
müssen wir aufpassen, nicht, dass er irgendwann kollabiert auf einen Schlag. Mhm. Haben wir jetzt nicht genug Geld, um einen größeren Hänger mitzunehmen? Ja. Wollen wir den Hänger holen? Den dritten, den DKT 16.000 oder wie heißt. Oder TDK. DKT war was anderes. Ich stehe nämlich schon am Händler. Oh! Ich hab ihn gesehen. Da ist er ja. Willst du ihn verkaufen oder soll ihn hinten mit anhängen? Mal schauen, wie schnell der Hürlimann zieht da den großen anderen, aber mir egal. Wären jetzt zwei Hänger noch schlau? Was wir haben, das haben wir. Jo, vor allem. Wir wollen ja schnell weiterkommen hier. Das Gewicht merkt aber schon der Hürlimann, auch wenn sie leer sind. Es geht. Ich bin schon mit schwereren Geschützen mit dem Hürlimann unterwegs gewesen. Sam? Ja, die Aktion müssen wir mit dir mal wiederholen, die kennst du noch nicht. Waren nur meine Public-Zeiten. Achso. Ich hab gedacht, dass du mir wieder zeigen willst, wie du mit einem Trecker in einer Wassergrube feststeckst und mit dem Trecker winkst. Also, der Frontlader mit dem... Ja, das ist toll. Ja. Die Einfahrt auf der Nicolonia, kann man so runterfahren, da ist die Garage unterm Haus in so einer Einfahrt. In dieser Einfahrt ist unsichtbar Wasser. Da kann man mit dem Frontlader stecken bleiben und dann mit dem kompletten Trecker winken. Die Schaufel bleibt drin stecken im Wasser. Also das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, wenn der Frontlader mit dem Trecker winkt. Also hat man die Schaufel so stand fest im Boden, ja. Ja. Also der Tobi, der kann euch ganz viele tolle Sachen zeigen auf der Nicolonia. Na du, ich kann euch hier auch die Bugs zeigen, das kriege ich alles hin. Ich kann die Bugs teilen. Ich habe da kein Problem mit. Kann jeden an den Bugs teilhaben lassen. Ja, ich wollte es gerade sagen, da fehlt Blackies Spruch. Genau das so. Oder wer hat den eigentlich erfunden? Blackie, seine Sprüche sind ja alle Sprüche, so grundsätzlich mal, wenn man ihn fragt. Also sogar Breitreifen genommen. Ach schön. Ja, schon. Aber vorher dachte ich, wir müssten sparen. Hä? Achso. Nö. Ja. Okay. Da vorne haben wir. Oh, da muss der Tobi aber nochmal mit dem großen Mähdrescher hier vorbeikommen. Warum? Geht ein Streifen an der Seite. Oder war ich das auf der Seite? Oh, das ist ein Anzeigefehler bei mir. Jetzt gucke, steht auf deiner Seite, wo du gerade sammelst, steht noch ein Streifen am Rand. Sehr eigenartig. Ich glaube, ich sollte bald aufhören zu arbeiten. Ich sehe schon Dinge, die gar nicht da sind. Aber er beschleunigt noch gar nicht so schlecht hier mit dem Gespann. Ja, nicht ganz. 66%, weil mehr Raps hatten wir nicht mehr. Für den hinteren Hänger. Der vordere Hänger ist voll mit Weizen. Mhm.
Ach, dann nimmst du die Borke und dann schmeißt du es so noch oben drauf. Kennt ihr das noch von früher? Kennt ihr das mit dem Anhänger da hingefahren ist und dann sind die Leute alle mit Forken rundherum da rumgelaufen und haben alles mit der Forke auf den Anhänger geschmissen? Und ja, ich kenne früher gemacht haben. Ich kenne ein paar Leute, die haben das mit der Schleuderpresse gemacht. Die haben immer über den Hänger geschmissen, weil sie es nicht drauf gehabt haben und irgendeiner lief nebenher und hat die aufgesammelt, die wo sie daneben geschossen haben. Macht man auch so. Darum hat man eine Schleuderpresse erfunden, um die Ballen grundsätzlich mal über den Hänger zu schmeißen. Ja. Kennen das hier, dann machen das bei uns aktuell noch so die Leute, die privat für sich was machen. Mit diesen Gitteranhängern, wo die sozusagen hinter der Presse den Gitteranhänger haben, ja. Und das schön da reinfällt sozusagen, wo dann hinten noch einer drinnen steht und die dann stapelt. Ja, okay, das Stapeln machen manche auch noch, aber ich meinte die genauso mit den Gitteranhängern und die haben drüber geschossen grundsätzlich. Achso. Ihr Bekannter von uns hat es, der schafft, neuen dritten Hänger zu schleudern. Mal vorstellen, wenn du so bunt unterm Arm nehmen kannst, wenn es dir auf einmal entgegengeflogen kommt. Du, der schießt ganz schön mit einer Wucht. Ich wollte gerade sagen, da musst du aufpassen. Ja, wenn die das machen, aber oben stapeln, dann stellen die das ja ganz langsam, dass gerade so auf den Hänger fällt. Also wenn sie da so blöd sind und das voll hochschießen, also das ist schon, ja, ich würde sagen, sehr gefährlich. Ja, wenn dich blöd trifft, ne, tut nicht gut. Ja, der hat aber mehr Felder zu machen als du. Du kannst ja dann, wenn du fertig bist, hier mitfahren. Boah, hier wird's schwer. 19, 16 km/h, 12, 10, 9, 8 km/h. Ja, dann musst du noch aussteigen und nebenbei noch schieben. Ja, jetzt fahre ich wieder schneller, ich werde schneller. 10 km/h, aber jetzt kommt die Rampe zum Verkauf hoch. Bodenplatte raus und los geht's. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir ihm noch ein Wasserbad hinstellen, aber ein ziemlich großes, oder? Wenn es dann anfängt, das Wasser zu verdampfen, wenn die Füße glühen, dann ist er auch vorbei. Dann kannst du schon mal ein großes Wasserfass kaufen, damit wir dann wieder nachlassen können. Ja. Was haben? Ja, ich habe ja auch so eine Menge verkauft, dass der Anhänger drin sein muss. Wenn man überlegt, wie viel mehr jetzt in den Anhänger reinpasst. Jo, jetzt probier mal einen anderen Weg. Weil ich glaube, dass es schneller ist, hinten über Feld 14 hochzufahren, oder? Bei mir hier hinten? Bleibt sie ziemlich gleich, glaube ich, aber probieren wir mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass es mit vollen Hängern ist schlauer, die andere Richtung ist. Weil die Auffahrt hier hoch, von Feld 17 ganz unten, bis hoch zu 25, da geht's ganz schön steil hoch. Obwohl hier ist es besser, wenn man da nicht bis zum Ende der Straße fährt. Ja. Ja, wir haben nicht gedüngt vorm Grubbern. Nun, dann machen wir beim Sehen eine Unterfußdüngung. Ja. Ja, wenn du beim Sehen eine Unterfußdüngung machst, kannst du aber nicht gleich nachher nochmal düngen. Nein, aber dann muss es wachsen. Dann du musst vorm Säen düngen und dann beim Säen kannst du nochmal mitdüngen. Und dann musst du beim Wachsen genauso kannst du es machen.
Ja, säen kannst du düngen und dann geht's auch wieder. Und dann bei der ersten Wachstumsstufe gleich. Ah ja. Oder du kannst ja eigentlich auch gleich bei alle Wachstumsstufen. Du kannst ja alle drei Düngestufen an und nach dem Säen machen. Musst du nur jede Wachstumsstufe erwischen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering, das zu schaffen. Finde ich. Ah doch. Auf dem Mod 3 klappt. Die Aufträge sind drin, dann sind sie weg. Also wir haben ja momentan jetzt die richtigen Leute. Es war die erste Mod-Unterweisung, die ich gemacht habe, wo alle Leute da geblieben sind, die wo nur, also ich sage nicht alle Freizeit, aber ich glaube alles, wo die wach sind fast schon, auf dem Server verbringen. So das Gefühl habe ich, zumindest bei einer Person extrem. Naja, du weißt, wer gemeint ist. Derjenige weiß, wer gemeint, ob er gemeint ist oder nicht. Der ist sich ziemlich sicher, dass es ist. Was ich cool fände, dass wir Multifrucht drauf haben für Produktionszweige, die wir gar nicht haben. Wir haben Schnaps, Brot, alles. Wir haben bloß keinen Verkauf und keine Produktionsstätte, aber wir haben es zumindest im Fruchtlayout drin. Ja. Das heißt, Tobi, bauen wir die Standardkarte mit um, oder wie? Aha. Ich hab's schon verstanden. Ich brauche Urlaub. Ich weiß es auch nicht, aber ich tu so. Ich tu so tun. Hätte ich doch Sojabohnen aufladen sollen, damit wir sehen, wie viel sie uns bringt. Auch wenn es nochmal steigen soll nächste Stunde. Jo. Servus. Tschüss.